Freunde, ich war eine Nacht im Wald zusammen mit Zabix. Wir haben uns ein Shelter gebaut, haben dann nur mit Schlafsack gepennt, haben die Seven vs. Wild Flasche abgecheckt, wirklich mal das volle Programm ausgetestet, auch nichts gegessen. Außerdem war der Outdoor-Sven dabei, hat uns freundlicherweise sein Waldstück zur Verfügung gestellt. Also Shoutouts an dich, Bro. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, Freunde, herzlich willkommen. Ihr habt schon gemerkt, es ist nicht ganz 15 Uhr geworden, aber dafür haben wir wirklich auch ein viel schöneres Waldstück bekommen als Romadra, muss man auch sagen. Erstmal schon mal mein Hut hier, abgedrift. Zabi ist auch dabei. Scheiße, was geht ab, was Sven ist auch dabei. Ja, den kennt ihr schon von D-Land. Es wird wild, Leute. Ich kann euch mal ein bisschen so zeigen. Also wir haben diesen Spot hier haben wir uns jetzt ausgesucht, dass wir hier unser Lager auch schlagen werden für die Nacht. So, Sven, jetzt wo wir zwei hier stehen, jetzt haben wir quasi uns den Spot hier so ausgesucht, dass wir gesagt haben, hier ist es ganz geschützt geil. Geschützt von hinten, ne? Genau, geschützt. Eine und Seite des Shelters steht schon. Quasi, ja, ist schon fertig, ne? Das müsste nur in Kanada dann auch haben. Ja, gut, man weiß halt nicht, wo man rauskommt, genau, ne? Was ich bauen will, ist ja so ein A-Frame. Ja. Ne? Also für den Chat, für euch, das ist im Grunde genommen so eine typische Dachform, kann man einfach sagen, so ein Dreieck. Der Vorteil ist, wenn wir jetzt hier so am Hang sind, können wir quasi eine Aufhängung oder eine Stütze von dem Ganzen, können wir weglassen und den Hang dafür nehmen. Und das Ganze dann hier so herführen und dann hier mit zwei Stöcken auf dieser Seite befestigen. Der Plan ist heute, dass wir das Wasser abkochen in der Flasche drin. Ne, das ist jetzt die Seven vs. Wild Flasche. Ich habe mal ein paar Sachen reingepackt. Das sind jetzt nicht genau die Dinge, die wir mitnehmen werden, weil die noch auf dem Bestellweg sind. Aber so ähnlich halt. Also ein Paracord, diese 18-in-1 Seife da. Zwei Zahnbürsten habe ich sogar auch dabei. Weil ich will nämlich mal testen, wie es mit dieser 18-in-1 ist, die Zähne zu putzen. Das soll ja anscheinend gehen. Okay, hier sieht man natürlich jetzt in dem Frame, sieht man leider sehr doll, dass wir halt mit, sag ich mal, mit Sneaker hier am Start sind. Jetzt hast du, wir sind wild ausgerüstet, aber der Hut ist geil. Der Hut ist geil, wir sind hier mit den Flystepper, Nike, mit Adidas. Aber ich sag euch ehrlich, das ist ein ehrliches Outfit. So, das ist unser Messer. Das ist nicht das Messer, was wir mitnehmen werden, da werden wir uns ja custom eins zusammenbauen lassen. Das ist einfach mal so ein Stunny-Messer aus dem Globetrotter. Erster Ast abgeschlagen. Und wie findest du das Messer bis jetzt? Ja, ist okay. Es liegt nicht so ganz gut in der Hand. Aber wir haben halt auch nicht den Komfort, uns einen riesen Griff einzupacken in die Flasche. Ne? Ja, das ist klar. Also wir werden schon mit sowas Kompaktem irgendwie arbeiten müssen. Geil, Mann. Gleich bist du durch. Ja, wir haben so zwei Drittel gerade. Könnte auch einfach versuchen, es einfach abzuknicken. Ah. Jawohl! Ja. Nee. So, jetzt gib mal ein bisschen Schwung zu dir. Genau. Jawohl! Chat, der Giebel ist fertig. Der Plan ist jetzt, dass der Kollege so jetzt hier aufgestellt wird und dann hier ist ein X und dann... Wir gehen jetzt runter und testen mal die Kettensäge. Pass auf, dass die Zähne zum Holz schauen quasi von der Säge, ja, sieht gut aus. Stellt sich da jetzt drüber und schön gerade, genau. Krass. Ich glaube, wir machen einen Deal. Wir bauen das jetzt zusammen schon mal mit Knoten und so, weil du ja angeboten hattest, du würdest die Kiste holen. Könntest du jetzt machen, wenn du Bock hast, weil dann können wir gleich dann, wenn wir vom Wasser kommen, die Steine schon mal erhitzen. Genau, dann erwarte ich aber auch, dass wenn ich wiederkomme, das Teil hier da dran steht an der Wand. Ja, Sir. Ja, Sir. Jetzt finden Sie gleich Ihre Schuldig. Zum Glück ist sie rot. So, Zabi, hör zu, wir haben eine Mission bekommen. Schnur ist hier ready, die lege ich mir hier so drum, da habe ich die immer griffbereit. Sag mir, was ich tun soll, Vater. Okay, Bro, also du nimmst jetzt den anderen Balken. Ey, Bruder, wenn das heute Nacht umkippt, sterben wir halt, ne? Nein. Jetzt legen wir die quasi so voreinander als X, verstehst du? Ja. Okay, lass mal los. Er kippt halt, aber... Ja, er kippt. Alter, Real Talk, bombenfest. Holy shit. Jetzt müssen wir nur noch den Giebel hier drauf packen. Den hier? Ja, den müssen wir einmal kurz flippen. Also quasi die spitze Seite kommt in die Erde rein. Jawohl. Sitzt das gut auf oder müssen wir noch ein bisschen zu dir, glaube ich, oder? Sven, wie würdest du jetzt ohne Werkzeug, was du hast, dieses am besten rein mit einem größeren Stück Holz, oder? Du suchst jetzt entweder so eine schöne Holzkeule, wie da hinter dir zum Beispiel, so einen dicken Ast. So was? Ja, genau. Guck dir das an. Machen wir zwei rein. Genau. Du machst ein richtig geiles Rätsel, Mann. Ja, er gibt sich Mühe, ne? Er nimmt die Vorschläge an, setzt sie um und sitzt nicht rum. Ich guck, ob er das richtig macht. So, Zabi. Ja, Sir. Wir werden nun wir kleben das erstmal am Stamm fest, habe ich beschlossen. Okay? Das hat das Ganze schon Form angenommen, oder? Doch. Das ist was. Okay, also das ist jetzt 3 Stunden Progress. Mit aber auch fairerweise viel Labern und bla bla. Kann man auf jeden Fall schneller auf jeden Fall machen nächstes Mal. Deswegen sind wir aber ja hier. Aber das wäre jetzt mal was, wo man jetzt zumindest sich mal reinlegen kann für eine Nacht, ohne dass man jetzt komplett hops genommen wird, ne? Richtig schön. Innen drin golden. Guckt euch da die Laubhöhle an, die sie sich gebastelt haben. Sagt mal alle Tschüss an Sven, der haut jetzt rein. Der lässt uns jetzt überlässt uns unserem Schicksal. Richtig. Viel Spaß. Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Was ist Plan jetzt? Wir gehen jetzt nochmal Wasser holen, dann checken wir mal, wo macht es alles. Genau, frisches Wasser holen, Camp abchecken. Los geht es. Geil, los geht unsere Expeditionstour. Hey Mike, ja. Hier sind so lila Beeren, willst du die essen? Ich glaube, das ist ein
Fingerhut, um ehrlich zu sein. Nein, das ist eine Brombeere. Aber meinst du, man kriegt so Ausschlag, wenn man den anfasst? Den kannst du vergiften. For real? Ja. Nee. Das war wieder ein Spot hier. Hier war wieder? Ja. Geil. Loser. Loser-Spot. Loser-Spot ist viel krasser. Bruder, hier ist so ein geraden Boden, alles. Das ist ein L-Spot, Leute. Ja, das ist wirklich ein L-Spot. Hier ist wirklich alles vorgegeben. Du hast hier eine Feuerstelle, theoretisch, die du jetzt nicht benutzen darfst, aber du hättest sie. Unser Spot ist krasser. Wir wurden einfach in die Natur geworfen. Unser Spot ist benutzt. Viel krasser. Trink das jetzt einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, du wirst halt scheißen, Bro. Der Mann wird so scheißen. Oh. Holy shit. Ja. Guck mal hier, Leute, hier ist Rumat reingesunken. Ey, das kann ich nie oft genug mir angucken, ne? Vor allem das Wasser hier ist nicht so safe wie das Wasser hier drüben. Weil das wird hier nochmal durch den Gestein gefiltert hier unten unter uns. Das heißt, Wieland hat auch für unsicheres Wasser eingesunken. Und das ist eine gewisse Lustigkeit in sich drin. Okay, wir sind wieder da, geil. Wir haben Wasser geholt, haben Rumatras Shitcamp entdeckt. Rätselmann ist fast am Sterben. Perfekt. Ich glaube, es ist wirklich smart, wenn man sich einfach dann pro Tag in Kanada so ein paar Sachen setzt, ein paar Ziele setzt. Dass man sagt, heute machen wir das und das. Und dann arbeitet man so diese Aufgabe ab und dann hat man so am Ende des Tages sowas Befriedigendes. Weil man das geschafft hat, checkt ihr. Aber es wird halt, diese Momente wird es halt auch geben, wo du so einen Tag gewurschtelt hast und dann sitzt du halt da auf so einer Bank mit Kevin hier und dann schauen wir in den Sonnenuntergang oder so, ne? Bevor wir dann von dem Grizzlybär zerfleischt werden, Alter. Ey, wollen wir unser Shelter umziehen? Boah, wollen wir for real in Shelter? Ja, oder? Warum nicht? Okay, ja. Warum nicht? Ja, doch, lass mal. Sag es, warum nicht? Bro, ich werde kein Auge zukriegen. Digga, Jenny, glaub nicht, was das für eine räudige Nacht war. Ich glaube, ich habe einen Kieselbrocken in meine Arschritze stecken. Digga, guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Ist das geil. Oh, mir tut alles weh, Bro. Meine ganze untere Hälfte ist gelähmt. Oh, Digga, ich freue mich so krass auf mein Bett. Also ich werde auf jeden Fall, wenn ich nachher zu Hause bin, werde ich mir die Zähne putzen. Boah, lass mal direkt diese Dr. Brunner mal testen jetzt. Warum muss man die Zähne putzen, oder? Die Survival-Tests gehen weiter. Wir haben hier Zitrus-Orange, Dr. Brunner, 18:1. Möchtest du deine Zahnbürste erst ein bisschen nass machen oder vertraust du drauf, dass Dr. Brunner nass genug ist? Glaubst du, dass Dr. Brunner nass genug ist? Mhm. Dann tue ich es ja auch. Ja, was genau ist das? Naja, halt eine Art Seife. Zum Duschen, Hände waschen und mehr. Und auch sicher zum Zähneputzen. Mhm. Was ist das denn so? Das ist voll schwer, du. Mahlzeit. Warum wird mein Mund taub? Das geht voll, gell? Mhm. Bro, ich habe Seifenblasen gemacht beim Reden. Freunde, also kurze Analyse zu Dr. Brunner. Es brennt im Mund. Vielleicht war das ein riesen Prank. Vielleicht war das alles ein riesen Prank mit dem Zähneputzen-Ding. Man sollte auch nur einen Tropfen nehmen. Ja, dann haben wir zu viel gehabt anscheinend. Aber funktioniert. Ich meine, es tut. Okay, Chat, ich glaube, der Plan ist, warten bis Sven kommt, mit ihm besprechen, was man noch machen könnte. Vielleicht noch was ausprobieren kurz und dann packen. Kurze Analyse hier. Was sind jetzt Verbesserungen, die wir Sven präsentieren könnten? Wir könnten irgendwie was, Bro, wir könnten einen Speer schnitzen oder sowas. Ja. Das wäre cool. Das wäre cool. Schnitzen. Und so beginnt es. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir selber mein Bein schneide? Oh mein Gott, Chat. Holy shit. Damit könnte ich for real schon jemanden abstechen. In Minecraft Hardcore. Digga, Rätselmann, for real? Guck mal. Das ist crazy, Mann. Also holy shit, damit kannst du auf jeden Fall schon mal was abwehren. Boah, das ist jetzt spitz, Alter. Chat, schaut mal. Wenn du die Spitze jetzt etwas über Feuer halten würdest, könntest du sie so etwas härten. Smart. Also wenn, sag mal, jetzt ein Puma kommt, ich lieg so im Schlafsack, so mit meinem Speer, so schlafe ich. Ich habe den natürlich immer dabei als Selbstverteidigung, so. Puma kommt, ich so, scheiße. Er steht so über mir, so in den Speer, ramm ihm direkt in den Mund. Da kommt Sven, Alter. Oh, ja, der, natürlich, wir kriegen eine Ansage, Bro, weil wir das Shelter nicht weitergebaut haben. Das ist klar. Servus, mein Lieber. Morgen. Aber ey, ihr hattet versprochen, an eurem Aufbau oder so weiterzumachen heute Morgen. Weil, ne, die Grundkonstruktion gestern war okay, ne? Die erste Nacht hättet ihr ein bisschen mehr Laub reingeschmissen, ohne die Zweige, die er damit eingetütet hat. Ja. Wäre das auch nicht so schlimm gewesen und so pieksig. Ja, gut, es ist halt Boden am Ende des Tages, ne? Ja. Also das wird halt nicht bequemer, als es irgendwie ist. Aber ich finde, man soll ehrlich sein, das ist das Ergebnis, was wir geschafft haben. Fürs erste Mal kannst du ja auch sagen, wie du denkst. Ich meine, wir hätten die Nacht hier sicher verbracht, auch wenn es jetzt genieselt hätte oder so. Wären wir trocken geblieben. Kein Problem gewesen, ne? Ja, ist auch von der Stabilität her echt in Ordnung. Also wir sind ja gestern noch ein paar Mal rein und raus, weil wir dachten, irgendwie Tiere kommen. Das hat alles gehalten. Das war's. Ich habe auf jeden Fall extrem viel Eindrücke bekommen, die ich hier beim zweiten Mal direkt anders umsetzen will oder so, wenn du mich nochmal in den Wald reinlässt. Diese 24 Stunden haben sich angefühlt wie 3 Wochen. Das ist so viel.
viel passiert, ich habe so viel mitgenommen. Auch wirklich dieses am ersten Tag vielleicht nicht komplett so krass direkt auspowern, also Kräfte mehr einteilen, weil ich habe es wirklich gemerkt. Ich habe mich wirklich an diese Wasserflasche gehalten, habe jetzt nicht Wolwe getrunken erstmal. Und wenn du dann direkt losgehst in der Hitze, kann ja dort auch sein, dass es heiß, du sägst direkt, machst, tust, rennst rum und sowas. Und dann hast du aber noch nicht irgendwie dein Wasser irgendwie in irgendeiner Form schon ready oder dass die Steine schon warm werden oder so, dann kann das sich für die nächsten Tage echt ausnocken. Ich habe es heute Morgen richtig gemerkt, wie die Energie richtig raus ist. Okay, aber dann würde ich sagen, dann machen wir an der Stelle jetzt hier erste Training Cut, gönne ich sie mal mit und gehen einfach dann in die nächste Runde. Genau. Also vielen Dank an dich, bis zum Herzen. Und wir sehen uns zum normalen Stream dann am Montag wieder. Alright, mach's gut. Tschüssi, Jack.